Schafft jetzt im Vergleich Arnold gegen D-Mark. Jetzt wollen wir mal schauen, welche Marke ist besser. Das Schärfschild von Arnold oder das von D-Mark? Das Aussehen. Beide bestechen durch ihr Aussehen. Dort erinnert von dem orangenen und dem schwarzen ein wenig an Stiel. Das hier ist mir sofort aufgefallen. Hat ein blau-weißes Aussehen, was ferner an das Original von Valor erinnert. Weil die Schwarze haben das auch mit dieser Farbkombination. Hier steht wenigstens der Markenname und was es ist. Was man natürlich nicht zwingend braucht. Unter anderem ist mir auch aufgefallen, dass hier der Klettband viel länger ist als beim anderen, was hinterher praktischer zum Verschließen ist. Da hier zum Beispiel das nur bis hier reicht und bei dem anderen kann man verschiedene Versionen ausprobieren. Auch innen drin sind sie beide im Prinzip gleich aufgebaut. Es ist beides dasselbe Material, nur in zwei verschiedenen Farben. Auch mit bei beiden alles dabei, was eben beschrieben worden ist. Hier fangen wir mit dem ersten an. Diese Leeren hier. Das ist etwas helleres Metall als das. Beide sind vom Anfang an so erstmal identisch. Hier kann man erkennen, dass diese Kante etwas runder ist als bei dem anderen. Ob das für hinterher gut ist, weiß man natürlich nicht. Ansonsten sind beide gleich und zu empfehlen. Dann haben wir die Feilenhefte. Beide Feilenhefte sind gleich. Sie ähneln an das Original von Oregon. Da gibt es nichts zu beanstanden. Man kann sie gut in der Hand halten und man kann damit gut führen. Dann haben wir jetzt die Flachfeilen. Hier merkt man schon den ersten sofortigen Unterschied. Die Qualität. Das von Arnold ist viel stumpfer als das von Dema. Da kann man mit dem Finger viel besser rüber. Dazu muss ich noch beitragen, dass hier ein Metall, das ein bisschen verbogen ist, also nicht ganz gerade. Hier dagegen ist es eher gerade. Beide sind aber auch nicht besonders gut. Beide für Verhältnisse zu richtig guten sehr stumpf. Nur ist das noch stumpfer als das andere. Die empfehlen sich gerade also nicht zwingend. Fangen wir mit der kleinsten Hundfeile an. Gehört jetzt auch zu sehen bei beiden 5,34 mm. Da fällt mir auch sofort auf. Das von Dema ist etwas schärfer als das von Arnold. Hier ist natürlich die Frage, wie lange halten beide wirklich in der Praxis? Ein Original von Oregon, Stiel oder was auch immer hält natürlich wesentlich länger als ein solches 0815 Werkzeug. Aber man muss bedenken, dass das Set eher, wenn man im Internet auftritt, von beiden Markennamen glauben darf, dass diese Set eher für den Hobby-Anwender oder für Anfänger gedacht sind. Von daher darf man die Erwartungen auch nicht zu hoch schrauben. Wenn man es vergleichen will, ist dann das Original, diese Teilung, viel schärfer.
Nehmen wir mal das Mittlere. Die Mittleren. Dann auch wieder das von Dema schärfer. Machen das mit diesem Mark. Beide sind ansonsten relativ top. Man kann nicht meckern. Die sind trotzdem auch schon schärfer als die anderen davor. Auch hier ist die Größe angetragen. Da 16, 4,8 mm. Jetzt nehmen wir die große Größe. Teilung 404. Mir ist schon von Anfang an aufgefallen, dass sie eine Teilung hier übersprungen haben. Woran das liegen mag, weiß ich natürlich nicht. Aber das ist nicht so besonders praktisch, wenn man ein ganzes Set präsentieren will. Dann sollte dann schon wenigstens alles bei sein. Hier ist aber ein besonderer Unterschied. Das von Arnold ist schärfer als das von Dema. Auch hier sind dann Teilungen und Angaben zu sehen. Das sind auch gut. Und jetzt kommen wir zum spannendsten Punkt von diesen beiden Sets. Am Anfang sind mir schon sofort Unterschiede aufgefallen bei beiden. Und zwar hat dieses hier von Arnold ist schon ein bisschen angeschlagen. Vielleicht kann man das erkennen. Hier sind so ein paar Verbitterungen, was an sich nicht schlimm ist. Und hier eher nicht. Auch hat dieses hier solche Rädchen zum Spannen von der Pfeile. Das heißt natürlich, dass man einfach rumschrauben muss. Wenn man alles ölig hat, ist das ein bisschen rutschig vielleicht. Hier dagegen ist das ja für den schnellen Ansatz gedacht. Hier hat man darauf geachtet, dass man das mit so einem Schnellspannverschluss machen kann. Der Nachteil an diesem Verschluss ist, dass er schnell verloren gehen kann. Er kann hier nämlich rausfallen. Was nicht besonders praktisch ist, wenn man den im Wald verliert. Jetzt werden wir mal einen Test machen. Mir ist auch aufgefallen, dass das hier in der Mitte schmaler ist als das von Dema. Dafür steht auch bei Dema hier die Teilung drauf, damit man als Anfänger zum Beispiel sofort weiß, für welche Unfall ist es am besten. Ansonsten alle Angaben, zu wie viel Grad man fällen soll oder kann, auf beiden vorhanden. Das ist auch gut so. Wir werden jetzt einen Test machen, welche von beiden ist besser, weil das ist das Wichtige. Die sind auch wichtig, die sind beide gleich. Da kann man drüber streiten, über die Flachpfeilen, über die Hundpfeilen kann man auch streiten. Aber den endgültigen Auslöser für welches ist besser, werden wir nur hier mit herausfinden. Was ich noch hinzufügen muss, ist, wenn man diese hier anbauen will, dann ist mir aufgefallen, hier ist in diesem Metallbügel so ein kleiner Knick. Das ist der von Dema. Der ist etwas breiter in dieser Öffnung hier. Legen wir also mal die Pfeile herein. Und was mir jetzt auffällt, es wird am Anfang schief herangesetzt. Dafür hat man also diesen Knick ausgedacht, damit das automatisch in die Mitte gedrückt wird. Da muss man natürlich erstmal ein bisschen aufpassen und selber dann ziehen, damit das richtig schön in der Mitte ist. Für den Anfänger könnte das schnell zu übergehen sein. Bei dem von Arnold ist das ein bisschen anders. Die haben einen Knick nach innen gemacht. Ob das so gut ist, weiß ich jetzt nicht. Tun wir also das mal alles hier rein. Ein Vorteil hat das zum Schrauben. Es ist viel besser und stabiler. Aber man sieht sofort das Problem, es ist nicht mehr richtig mittig. Zumindest nicht für die andere Seite dann.
Jetzt in der Mitte. Ein Pferd füllt hier diesen Platz vollständig aus. Diese hier nicht. Wo das Problem dann wird, das werde ich euch zeigen. Die Siegelkette ist schon sehr fertig, stimmt von der Teilung 325, passt also zu diesen Pfeilen. Hier macht man also einen Vergleich. Der von Arnold wird hier gefeilt. Dann kann ich gut erkennen, wie man hier den richtigen Winkel angeben kann. Der Problem fängt hierbei schon an für den Anfänger. Er kann nicht erkennen, wo ist seine Kette. Wenn ich also hier schleife, könnte ich dann auch hier drauf schleife, aber nicht am Zahn. Ich werde trotzdem probieren. Kann man nicht erkennen. Nicht schlecht, aber man kann feilen. Das geht. Hier ist mehr Platz zwischen. Das ist sehr gut. So kann man dann schön das Ganze sehen. Ob man das richtig macht oder nicht. Ja. 20 Grad Winkel, kein Problem. Damit ist jetzt noch die finale Frage zu klären. Welches der beiden Sets eignet sich wirklich für den Einsatz? Wenn man jetzt zum Beispiel im Winter oder im Herbst oder im Frühling seinen Brennholz machen möchte. Oder auch eben andere Arbeiten, im Sommer ist es ja meistens im Garten. Die Originalen haben natürlich andere Formen des Heftes, bis auf Oregon, das kommt am nächsten. Auch ist das Original, wenn ich jetzt die Teilung Punkte auf 125 nehme, ist das Original von Stiel etwas schärfer als das eben von Thema oder Arnold. Die 404 Teilung ist klar, ist natürlich beides gleich. Das hat mich aber auch schon vorhin herausgestellt, dass diese 404 Teilung bei beiden Sets schärfer ist als alle anderen Teilungen davor. Diese ist also im Abstand der qualitativste, was die Pfeilen angeht, die in diesem Set enthalten sind. Somit kann man das hinterher sagen, man kann darüber streiten. Um genau zu sein, man kann drüber streiten, welches das bessere ist. Aber mein persönlicher Favorit ist das von Dema, was man auch im Stabilo erhalten kann. Da es mit diesem Clips ist und dem schneller gemacht ist und da es auch etwas mehr Platz hat, sodass man den Laien zeigen kann, wie muss ich die halten. Wie muss ich da feilen, damit ich hier sehen kann, dass es zu einem dieser Winkel passt. Das sollte nicht wegfallen. Das sollte schon wichtig sein. Wobei, diese Marke hier hat den Vorteil, dass man das richtig schön stabil festmachen kann. Wir sind beide für ihr Preis-Qualitätsverhältnis relativ ausgeglichen. Man kann also nicht zwingend oder nur bedingt meckern. Da beide sollte man nicht die Erwartungen zu hoch schrauben, sondern einfach benutzen. Und wenn es kaputt ist oder schon verbraucht, dann kann man nicht was Neues holen, denn so teuer sind sie auch nicht. Das sind für ihr Geld, für einen Anfänger oder für jemanden, der das nur ab und an, vielleicht ein, zweimal im Jahr braucht. Dann ist ihr Geld für wert. Das ist dann ganz okay. Taktische Tasche zum Zusammenrollen. Hier könnte noch ein bisschen länger sein. Bei den anderen, wie ich schon bereits erwähnt habe, das Risiko, dass was rausfällt, ist bei beiden ja dann relativ hoch. Aber hier
hat man mehr Spiel und kann vielleicht dazu suchen als bei den anderen. Meine persönliche Meinung, mein Favorit ist dieses hier. Der andere empfiehlt sich auch, weil er de facto nicht schlecht. Natürlich kann man es nicht mit einem guten qualitativen Teil von einem Markennamen vergleichen, aber man kann es sich für kleines Geld kaufen. Es ist also nicht unbedingt nicht empfehlenswert. Man könnte es also nehmen, man kann es auch lassen. Aber wenn, dann das. Und verbindliche Empfehlungen.